Man könnte jetzt noch sagen, für Trinkgeld auftreten, aber reicht ja erstmal das Geld. Deswegen schicke ich die jetzt nach Hause, weil ich wollte das jetzt auch mal endlich mit den Bilderrahmen machen. Das Ja. vergesse ich nämlich immer. So, dann sollen die mal nach Hause kommen. Und wir setzen mal die Wände hoch. Und schauen dann mal mit dem Bilderrahmen, wo es die gibt. So, achso, er hatte ja noch den Wunsch mit dem Baumhaus. Hatte die ja eigentlich auch jemand anderes Job hoch? Nee, nur er. Er will für sich ein Baumhaus. Die sind riesig. Überlege ich mir noch. Ja, uns mal angucken, wird ja reichen. Hab ich noch gar Okay. nicht gesehen. Die sind auch aus Lebensfreude. Kinder, sonstiges. Kinderclubhaus. Wieso will dein Kinderclub auch sein? Oh ja, das sind große Ja, Elemente. es ist ein großes Aber es ist Teil. cool. Also, Ja. finde ich cool, dass es sowas gibt. Ja, das ist halt dann, da können die auch irgendwie Übernachtungsparty, glaube ich, drin machen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall können sie drin schlafen, das weiß ich. Und dann halt drin spielen. Aber das überlegen wir dann noch. Bilderrahmen, Bilderrahmen, Deko. So. Es gibt halt so kleine digitale, aber ich mag die großen halt. Gerne. So, das ist ein großer. Und es gibt noch größere, die Ja, da unten kommen links war noch einer. mit, was ist das für ein Symbol? Ja, Traumkarriere. mit Traumkarrieren kommen die Bilderrahmen. Hier sind so richtig schöne große Bilderrahmen. Ah, Tausender. So. Und da kann man so richtig schön dann so Fotos an die Wand hängen. Wenn ihr in ihrem Zimmer von sich auch ein Foto hinhängen. So. Und vielleicht von denen das Familienfoto hier so an die Wand. Mal gucken. Ich auch so viel Geld, ja. So, vielleicht so da. Familienfoto. Schauen wir mal. So, dann gibt es noch das da. Das ist so ein ganz kleines Foto. Ist schon mickrig dagegen, ne? Gegen die anderen. Ja. Was ist das? Also das ist so vorgemachtes Foto. Röttchen. Ja, oder so ein ganz kleines. Jetzt sind wir da noch so eins hin. Ja. So, okay. Und dann gucken wir mal, wie gut das klappt. Erstmal nach Hause schicken. So, dann kommt alle mal nach Hause. Wir können ja sogar auch nach Hause laufen, das ist ja egal. Aber dann klappt das auf jeden Fall. So. Bin ich ja auch schon da. Dann nehmen wir mal das Familienfoto und ich hoffe, dass das funktioniert. Das funktioniert nämlich mit allen Fotos. Ich hoffe, dass das funktioniert. Weil kann sein, dass man es mit der Kamera machen muss. Ah, okay. Ja, ein bisschen verzerrt, aber. Ja, ein bisschen sehr verzerrt. Ja, Da ist sieht schon schon besser ein aus. bisschen besser. Ja, hat geklappt. Ich dachte nicht, dass es klappt. Also gut. So, und dann hatten wir von ihr ja noch, die war ja beim Einzelfotoshooting. Da müssten wir ja dann so eine normale und eine verrückte Pose haben. Mal gucken, das ist das Familienfoto. Ah, okay, es ist dunkel. Man sieht nichts. Oh. Mach mal Licht an. Ah. Schau mal die anderen an. Das war jetzt beide drin. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall persönlicher als so andere Sachen. Ach, guck mal, das gefällt ihm bestimmt Hat gut. der Einbock nicht auch noch? Ja, das gefällt mir. Die Ja, hatten wir, glaube ich, schon mal zusammen gesehen. vielleicht beim Einrichten oder so. Ja. Ich weiß nicht. Also die habe ich letztes Jahr eigentlich entdeckt. Fand ich voll schön, habe ich dann Ja. bei ihrem Zimmer mal dran geklatscht. Der hat, glaube ich, auch noch, der Einbock hat, glaube ich, auch noch Fotostreifen.
Vielleicht kannst du die ja da reinpacken. Ja, der hatte da einen Fotostreifen. Ich muss mal. Ist schon wieder dunkel. Bei ihm das Licht dann war nicht so nix. So. Aber irgendwie süß. Ja, die sind aber irgendwie wieder so ein bisschen abgeschnitten. Aber ich habe Angst, wenn man die jetzt... So sehen die normalerweise aus. Und die werden dann halt auf die Größe gequetscht. Ja. Das sieht halt auch nicht schlecht aus. Dass, wenn ich die jetzt da rausnehme, dass ich die nie wieder da reinkriege. Schauen wir mal. Ja. Können ja, das ist auch mal ein Flur, ich weiß nicht. Eigentlich müsste der das ja auch so verzerren, das ist ja doof. Vielleicht kann man da ja irgendwie da mit der Kamera Fotos machen, die dann besser da reinpassen. Was ja interessant, also da machen die dann automatisch so, so groß ist das dann. Ah, das ist dasselbe, oder? Ach, das ist dasselbe? Nee, nicht ganz. Nein. Nicht ganz. Nee. Und dann jetzt rechte da, nee, dafür nehmen. Die können ja auch beide dahin hängen. Würde ich es einmal auf die andere Seite hängen. Da, das, das Fenster. So. Auf jeden Fall schöne, verrückte Fotos. Aber das ist schön. Das Familienfoto. Ja. Die sind dann halt immer mit anderem Hintergrundmotiv. Was hat der noch? Ein Fotostreifen. Ah, der. Immer dasselbe. Der, nee, nee. Oder? Doch, doch. Nein. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Da guckt sie woanders hin und die sind gleich. Die, ja, drei sind gleich. Okay, ist ja komisch. Egal, das wird auch da hingehangen. Und ist ja ein bisschen schade, dass das so breit gequetscht wird hier. Dass man da nicht irgendwie... Ja. Können wir mal gucken, was wir hier... Wir haben ja noch mehr Fotos gemacht. Boah. Nicht so ganz. Das ist jetzt ein Foto aus dem Fotoapparat. Also das funktioniert doch ganz gut. Da habe ich nämlich noch mehr gemacht. Vielleicht, wenn du mehrere Bilder reinziehst, dass die nebeneinander gehen? Ich glaube nicht, dass die nebeneinander gehen. Weil du kannst ja so eine Dia-Show starten, dass dann mehrere Bilder durch ein... Ja, das ist blöd. Ja, das ist schön, ne? Ja. Das ist missglückt, das Foto. Ah, ein Riesenbaby. Und da ist schon wieder daneben. Mensch. Kannst du die mit der Kamera nochmal? Die hatte, glaube ich, auch mit der Kamera ein paar Fotos gemacht. Ah ja. Das sind die Fotos, da ist wieder eins daneben. Das sind die Fotos von dem Geburtstagsparty. Mein Kind Fleur. Machst du die automatisch? Nein, die habe ich gemacht. Ja. So eine Geburtstagsparty. Oh. Aber wenn das so verzerrt ist, dann können wir ja lieber den anderen Bilderrahmen nehmen. Ja. Kennst du das schon? Mhm. Das sind so vorgefertigte Räume und die kannst du dann einfach hinsetzen und dann bumm, hast du einen Raum. Okay, für ganz eilige. Ja, für ganz eilige, genau. So. Das war ja das Einzige, was nicht so ganz verzerrt ist. Ach, da haben wir es auch schon. Wo man dann... Kostet auch nicht so viel. Schade, aber vielleicht bei Landschaftsaufnahmen, vielleicht geht das da eher. Na? Hast nicht mehr genug Geld. Oh, kein Geld mehr. Egal. So, dann... Gucken wir mal, was wir so an Fotos haben. Kann man die eigentlich auch wieder zurück in die Kamera stecken? Darf ich dich in die Kamera zurückstecken? Also sonst habe ich nachher viel zu viele Fotos. Ich glaube nicht. Doch, so geht's vielleicht. Ach, guck mal, so kann ich sie zurückstecken. Dass ich nicht so viele Fotos habe. Kind auf dem Arm. Wo ist das Kind denn? Ach, da hinten. Ja, das ist ein bisschen daneben.
So. Fotos ansehen und dann schieben wir die alle da wieder rein. Ich habe halt auch auf der alten Kamera ja auch noch Fotos gehabt. Also da sind jetzt keine mehr drauf, dann kann ich die auch mal verkaufen. Weil ich hatte die neue gekauft, als ich mal im Urlaub war oder so. Oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gerade her habe. Ich habe mein eigenes Let's Play vergessen. Nee, auf jeden Fall kann man Fotos machen und in Traumkarrieren sind diese Rahmen dabei und die finde ich ja total schön. Habe ich so aber auch nicht genutzt. Das ist doch kein Vampir. Das ist ein Robo. Ja, das ist der Fuß von einem Robo. Möbel. Schick. Ja, ich kann ja mal endlich aussortieren. Ich habe das nämlich vorher nie. Schön, dass die Sprechblase davor ist. Ja. Kerzen. Okay. Ja, es gibt ja so bei Reiseabenteuer so bestimmte Fotoalben, die du voll machen kannst, wenn du zum Beispiel halt so alle Gebäude in der Stadt fotografierst und so oder so. Bestimmte Möbel. Und deswegen hat er das als Kerzen erkannt. Kannst du natürlich selber hier magischer Garten werden. Unbenannt. Ein Babyfon. Ja. Villard beim Tanzen. Das war eines der gar nicht so schlechten Party-Sims. Ja, das ist wirklich ganz süß. Ja. Ja, hier sind auch diese Filter drauf. Du siehst ja, das sieht so ein bisschen verschwommen aus. Da kann man, glaube ich, auch noch was dran machen. Hier haben wir noch das Bild. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, was haben wir denn hier noch? Fleur. Da steht zwar Professor Einbock, aber da ist Fleur drauf. Das Kind auf den Arm, das war ja auch total doof, das Foto. Mein Liebling, der guckt gerade zwar aus dem Bild raus, aber egal. So, und dann haben wir hier Außerirdische. Ja, das ist gar nicht so schlecht, dass es so aussieht. Soll ich mal ein Groß? Soll ich das mal? Das ist halt, wenn das noch nicht richtig klappt mit dem Fotografieren. Dann gibt es diese lustigen Sachen. Jetzt überlege ich, was ich da noch reinmachen soll. In Gesellschaft. Ja, ich habe, ich glaube, er hat auf eine Nachbarin dieses Elixier geschmissen. Ach so, vielleicht von Fleur noch ein Foto, also was sie gemacht hat. Also ja, hier habe ich das. Und da, oder was ist schon größer? Das ist noch klein. Ich meine jetzt von eins von denen, die sie im Inventar hat. Ach so, die hatte ich ja jetzt im Kinderzimmer. In der Kamera. Also, ja, aber das ist ja jetzt so eins von den Fotos, so. die Mama gemacht hat, wo die Kleine noch klein war. Deswegen. Da guckt sie vielleicht ein bisschen böse. Dann können wir das hier nehmen zum Beispiel. Ja. Also da ist sie ja auch schon, aber ist ja egal. Warum nicht zweimal? So, und dann können wir ja vielleicht hier das mit dem Garten zeigen. der lagen die beiden noch da und der schöne Teller. Es ist moderne Kunst. Ja, ist immer so ein bisschen dunkel hier. Aber es gibt auch so spezielle Lampen für die Bilder. Vielleicht gucken wir da nochmal kurz nach, wir haben ja auch wieder mehr Geld. Wandlampe und da gab es dann immer, die haben sie auch im Museum immer benutzt. Genau, die da. Die Schlangenlampe. Ach, die kann man gar nicht da hinsetzen, weil die im Weg sitzt. Müsste ich die Bilder wahrscheinlich ein bisschen tiefer hängen, falls es geht. Ja. Was? Spinnt das noch? Oh, das ist ja doof. Was soll das denn? Okay, das klappt irgendwie nicht. Ist ja schade. Kann ich das da unten hinhängen? Ja, super. Da unten hängt's gut, oder? Ja. Kann ich die Lampe auch verschieben in der Höhe? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ja, dann so halt. Ich brauche höhere Decken. Ja, oder ich guck mal, ob es noch eine andere Lampe gibt. Die vielleicht nicht so komisch ist. Und meint, so spacken zu müssen. Was haben wir denn hier noch so für Lampen? Die war halt so. Die ist, glaube ich, auch schon so mit dafür gedacht. Ja. Die sieht schon so aus. So wie die nach innen gebogen ist. Industriewandlampe. Ja, genau, die ist ja so